Aloha, meine Freunde von Fettspielen. Hier ist euer Captain Fred und wir gehen ganz neutralen Blickes auf das Ende dieser Let's Play-Reihe zu. Auf zur letzten Kreuzfahrt. Ich guck mal, was ich hier gerade öffentlich habe. Das seht ihr, das war die letzte Episode. Nummer 2. Guck mal in die Rezension rein, was die Leute gesagt haben. Oh, cool, cool. Das klingt auch gar nicht mal schlecht. Hier mit Kerstin und Baby an meiner Seite. Wir schauen mal rein und damit wir jetzt auch alle noch wissen, was beim letzten Mal eigentlich passiert ist. Es geht nämlich heute weiter mit meinem Video. So, Baby, pass auf den Pool auf. Kerstin um die Bar und ich um das Steuerrad. Das war Nummer 2 von 5 und ich werde mir hier gleich das Ganze rauskopieren. Geht nämlich an den nächsten Teil. 3 von 5. Wir sind also genau in der Mitte der letzten Videoreihe. Und ich verspreche Großes heute. So, jetzt also. Geht's weiter? Wen nehmen wir hier nochmal rein? Natürlich muss Baby dabei sein. 3320. Guckt euch mal an, das Outfit. Ja, wie geil. Ist jetzt schon sehr, sehr auf Urlaub eingestimmt. Und Kerstin ebenso. Ja, das ist ja perfekt. Das ist echt geil. Also ihr habt euch super angezogen. Ich musste überhaupt gar nichts mehr machen. Das kann ich jetzt einfach so eins in eins so übernehmen. Sehr, sehr schön, dass ihr mitgedacht habt. Ihr seid wirklich die besten Crewmember. Nice, nice. So, kopiere ich das rein. 3 von 5. So, das ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Wäre ein ziemlich kurzes Video. Wir schauen mal rein. Ich habe ja beim letzten Mal ganz viele Freundschaftsanfragen rausgeschickt. Ja, ganz viele Leute und hoffe mal, dass jetzt der eine oder andere das angenommen hat, damit ich jetzt das Ganze noch weiter ausweiten kann. Hallo, MSP ist cool. Ne, wir sind schon mal nicht befreundet. Guck ich mal die nächsten. Celine 6000. Auch nicht. Ja, ihr habt es ja gesehen beim letzten Mal. Viele, viele Freundschaftsanfragen raus an all die Namen, die ich jetzt auch hier habe. Splash XD ist auch nichts geworden. Shows Rain, ich glaube, wird zusammengeschrieben. Ja, ist aber auch nichts los. Melissa, nee, Melissa Ersatz, auch nicht. Aber ich habe doch die Freundschaftsanfragen geschickt letztes Mal, oder? Ihr habt es doch hoffentlich gesehen. Ja, also das habe ich als Videobeweis, dass ich das gemacht habe. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Freundschaftsanfrage versenden. Also entweder sind die alle nicht rangekommen aufgrund eines technischen Defekts. Oder keiner von euch hat die angenommen. Das gibt's ja nicht. My Honey auch nicht dabei. Also, das muss ich gleich echt mal schauen, was da los ist. Chanel auch nicht. Tja, also richtig verloren gegangene Freunde hier. Die verlorenen Freunde. Freaky Stein auch nicht dabei. Tja, so, hammergeile Super-Omi. Kann ich auf dich zählen? Nee, auch nicht. Vielleicht habt ihr alle schon zu viele Freunde. Könnt ihr gar keine neuen Freundschaften mehr schließen? Oder aus sonst welchen Gründen ist das hier nichts geworden? Ist Crazy Girl jetzt mit oder ohne Raute? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, was ich davor gemacht habe. Ich werde es einfach mal wegmachen. Guck mal, ob du da jetzt auftauchst. Nee. Nochmal, Crazy Girl. Oder ich schreibe alle Namen falsch. Das kann natürlich auch sein. Glaube ich aber nicht. Nein, das ist ja unfassbar. Ich habe echt 20 Freundschaftsanfragen rausgeschickt beim letzten Mal und keine einzige habt ihr angenommen. Tja, also so könnt ihr natürlich auch nicht mitspielen bei mir. Hier bei der letzten Kreuzfahrt. Nee, echt alles verloren. Jenny ist auch nicht dabei. Peaches, Peach vielleicht. Nee. Krass. Also ich habe hier echt 2 kleine Zettel mit all den Namen, die ich das letzte Mal auch beackert habe. Sind keine neuen dazugekommen. Aber ihr seht es selbst. Nichts. Nischt. Niet nada. Keine einzige Freundschaftsanfrage wurde angenommen. Alles verlorene Freunde. Tja. Ich frage mich. Hier habe ich noch eine. Olga. Nö. Also hier vielleicht Laila 15, 2, ja, ne. Okay, ich habe noch ein paar, so ist es nicht. Lolo Licky ist auch da.
Ich glaube, es war jetzt die letzte, oder? Habe ich da noch an der Seite irgendwas stehen? Ja, Antonia Miss Perfekt. Auch nicht. Marigold, das ist jetzt aber die letzte. 2505. Auch nicht dabei. Okay. Also Leute, da ist die Sache klar. Wir müssen das Ganze anders machen. Und ich glaube, diese verlorenen, verschollenen Freundschaften werden wir auch noch thematisieren in meinem nächsten Video. Wir schauen mal rein. Wir werden es aber mal machen hier. Fett, fett. Die letzte Kreuzfahrt. 3 von 5. Da sind wir gerade. Und nachdem ich die Crew beisammen habe, werde ich jetzt einfach mal wieder hier aus der ersten Seite ein paar nette Leute nehmen. Wen haben wir denn da? Na, hier du zum Beispiel, Natalia und Anni sind ja alle dabei. So, also sind wir zu sechst. Unsere Belegung auf, rauf aufs Ferry Deck Day. Und der Tag kann beginnen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen platzieren hier. Erstmal ein bisschen Urlaubsfeeling versprühen. Nee, eigentlich passt die nicht, dass sie hier in der Sonne liegt, in der Sonnenliege. Ja, genau, Drink Milk, die geht an die Bar. Ja, genau. Ja, bei so weißer Haut, du bist keine Sonnenfreundin. Du kommst jetzt hier an die Bar, trinkst da dein Glas Milch. Ich mache erstmal diese Sprechblase weg. So, und jetzt, was machen wir mit dir? Oder mit euch beiden? Ihr könnt da vielleicht hinten auf die liegen. So, nur eine schöne Pose finden, damit das auch ganz gut aussieht. Oh, Pose, Pose. Unter Basis finden wir vielleicht auch was. Ja, also zum Hinsetzen einfach, ne? Das wäre nicht schlecht. Oh, ja, hier. Sitting and Writing. Also was ganz Kreatives. Bist du gerade dabei? Schreibst dein Tagebuch oder Postkarten vielleicht, was man vielleicht so macht, wenn man auf der Kreuzfahrt ist. Jetzt wichtig hier. Ah, perfekt. Guckt euch das an. Perfekt, passt das da rein? Also super. Okay, zur nächsten. Ja, mal gucken. Wild verrückt. Schauspiel, Tanz. Wo haben wir hier eine. Ja, eigentlich, oder Basis eigentlich nur hinlegen, oder? Auf die Sonnenliege. Das sieht dann eigentlich sehr, sehr gut aus, dass du hier ein zufriedener Gast bist auf dem Kreuzfahrtschiff. Genau, mal gucken, ob das hinhaut. Ja, sehr gut. Guck dir das mal an, wie geil. Richtig gut geworden. So, jetzt werde ich noch die beiden hier dementsprechend anordnen. Das ist Baby. Baby ist für den Pool zuständig. Da kannst du ja ein bisschen so einen auf Animateur machen. Mal gucken. Eine Animation zur Animateurin. Oh ja, hier. Angry Director. Mit so einem Megafon. Wie geil. Genau. Hey, beeilt euch! Und jetzt alle Ringelpiets mit anfassen. Warum macht keiner mit? Geil. Und ja, ich kann dich leider nicht hinter die Bar bringen, Kerstin. Jetzt müssen wir dich vor die Bar bringen. Was kannst du denn Witziges machen? Wild und verrückt. Party. Mal hier vielleicht Mad Laughter. Genau, ach nee, dann fällst du auch noch so hin. Flash the Cash. Du schmeißt damit Geldscheine um dich. Geil, ja klar. Anstatt das Geld zu machen, hinter dem Tresen gibst du das Geld hier in vollen Zügen aus, das ganze Trinkgeld. Und dann sehe ich ja die Animateurin, die es nicht auf die Reihe kriegt, die Frau, unsere Barkeeperin, die dort mit dem Geld rum schleudert, damit natürlich etwas ungehalten und werde also auch dementsprechend jetzt auch mir eine Pose raussuchen. Mal gucken, was ich da mache. Weil ich sehe, das Pointing ist schon geil, was ich letztes Mal auch hatte, oder? So wie so ein Direktor. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber erst muss ich ja hinrennen. Ja, klar. Erst muss ich ganz wutentbrannt schauen. So, nächster Frame. Gehe ich hier rein und frage mich dann, was ist hier eigentlich los? So, und jetzt kommen wir zur Story, meine Damen und Herren. Da werdet ihr nämlich mal sehen, wie ich das eine mit dem anderen verbinde. Also, Pose, wo ist unser Pointer? Pointing, jawohl. Das ist es. Das ist meine Lieblingsanimation ab sofort. Jedenfalls hier als Kapitän. Jawohl. Das heißt, man hat natürlich einen Gesichtsausdruck. Oder erstmal eine. Genau. Sauer. Sprechblase. Nee, nicht so eine Runde. Nee, nee, nee. Bah. Wir machen die hier. Die kommt aggressiver rüber. So. Jetzt also. Okay, nochmal von vorne schreiben. Baby, Kerstin, was ist denn hier los? Genau. Trommel ich mal meine Crew zusammen hier.
die hier gerade ein bisschen aus der Reihe tanzt und nicht so wirklich arbeitet. Hier war es nicht so richtig. So, und die müssen sich dann jetzt so ein bisschen spurten. Gehe ich dann vielleicht auch mal auf. Achso, ja, die müssten ja eigentlich erstmal herkommen. Also. Nee, keine Pose, sondern eine Basis. Animation. Genau. Die müssen erstmal wie so wachgerüttelt da stehen. Als nächstes kommen sie dann her. Und dann können sie die nächste Animation machen. Also auch Kerstin auf die. Ich verwechsel immer Pose mit Basisgeschichten, ne? Also jetzt nochmal. Basis, Stand. Genau, erstmal so wachgerüttelt. Alles fallen lassen. Sowohl die Geldscheine als auch hier den Lautsprecher. Das Megafon. Also, überrascht. Und Kerstin, können wir den gleichen Ausdruck reinzaubern? Jawohl. Was ist denn hier los? So, und jetzt könnten sie eigentlich, nachdem ich sie wachgerüttelt habe. Komm mal, Animation, Basis. Run, genau, da kommen sie nämlich ein bisschen rangerannt. Ja, zum Appell. Auf nach vorne. Also, einmal Kerstin links, Baby rechts. So. Sieht geil aus, oder? Wie sie da links, rechts rumhüpfen. Geil, okay. So, jetzt aber nächste Animation. Ich mache jetzt ziemlich viel hintereinander. Ich hoffe, das kriegt das Programm auch alles so hin, ja. Basis, Animation, Talk ist doch Basis, oder? Oder ist das eine Pose? Nee, ist eine Pose. Okay, sehr schön. Also, jetzt sprechen wir mal darüber, was hier vorgefallen ist. Das hat jetzt irgendwie noch nicht geklappt. Erstmal bei Baby schauen. Es laggt mal wieder ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber wir kriegen das schon hin. Mit den Animationen. Also, Posen nochmal. Talk. Ja, jetzt haben wir es. Sehr schön. Okay. Also, rechtfertigt euch. Sprechblase hinzufügen. Und Baby sagt, also ich habe nur versucht, die Leute zu animieren. Natürlich. Mehr hat sie nicht gemacht. Nicht so erfolgreich, muss man sagen. Ne? Ich meine, die zwei, die da hinten sind, die kochen ein eigenes Süppchen, ansonsten ist der Pool leer und sonst auch keiner da. Und Kerstin sagt, also ich habe nur das Geld gezählt, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Nichts anderes damit gemacht. Nicht durch die Gegend geworfen. Und da lasse ich mich natürlich nicht verarschen hier. Soll ich das mit dem Pointing einfach lassen? Oder noch eine andere Pose? Oder soll ich dann auch mal talken? Eigentlich ist es mit dem Pointing schon cool, ne? Es kommt so ein bisschen böse rüber. Dann werde ich mal das Wort ergreifen und da hier erwidern. So, und da können die erstmal die passende Animation bekommen. Nämlich, was ich jetzt erwidere, das wird ziemlich heftig werden. Da müssen die erstmal erschrocken sein, denn jetzt geht es um die 20 Leute, die uns hier verlustig geworden sind. Also, wild und verrückt, scared. Genau. Auch eine super Animation, die immer gut reinpasst. Da haben wir es, die beiden. Und ich sage jetzt, jetzt kommt die Story. Und dabei ist euch beiden nicht aufgefallen, dass wir. Wie viel waren das jetzt nochmal? Ich habe jetzt ganze Zeit 20 gesagt. Ich sage jetzt vielleicht einfach mal 20. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber wir nehmen das jetzt einfach mal für fast 20 bare Münze. Fast 20 unsere Gäste verloren haben. Da sind sie jetzt. So, jetzt habe ich den ultimativen Bogen geschlagen zwischen den 20 verschollenen Freunden, den 20 verpassten Freundschaftsanfragen, den 20 verlorenen Freunden und dieser Story hier, dass hier alles so leer ist, nur drei Gäste da sind und die beiden hier sich so nicht so richtig darum gekümmert haben, dass alle anwesend sind. Ja, jetzt sagt sie natürlich immer, wie verloren gegangen. Ne? Klingt jetzt natürlich. Ich meine, die sind ja nicht einfach verschwunden. Das Schiff ist vielleicht groß, aber irgendwo müssen die Leute ja sein. Ich bin jetzt aber trotzdem nicht ganz so glücklich, dass uns irgendwo alle Gäste weg sind. Aber Baby versteht erstmal Bahnhof, ist überrascht und sagt: Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, oder? Wie verloren? Wo sollen die denn hin sein?
Genau. Wir lassen einfach Kerstin links nichts machen, die ist einfach nur erschrocken. Dann kann das hier erstmal ein Zweigespräch werden. So, ich antworte jetzt auch mal wieder in alter Manier. Was weiß ich? Findet es heraus. Sucht sie. Jetzt haben wir gleich eigentlich einen schönen Cliffhanger für die nächste Episode, oder? Ich werde das jetzt, glaube ich, mal das als letzte Dialogfetzen belassen. Und dann können wir beim nächsten Mal nämlich schauen, was denn eigentlich mit diesen Leuten passiert ist. Sucht sie oder. Jetzt brauchen wir noch irgendwas. Hier. Oder ich lasse euch bei. Beide. Über Bord werfen. Nein, das kann ich nicht schreiben. Nein, nein, nein. Aber ihr wisst, ich mein's ernst. Ja, Captain Fred ist erbost und droht mit Konsequenzen. Wir bleiben aber trotzdem beim Jetzt. Ja, wir wollen ja nicht zu böse werden. Aber trotzdem, uns sind Leute verloren gegangen. Wo sind sie? Verschollen oder gar nicht erst an Bord gekommen oder sonst irgendetwas? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Das wird unsere Frage sein. Ich werde jetzt hier mit der bösen Miene einen Abgang machen und gehe zurück in meine Kabine. So ein Frame vielleicht noch, dann teile ich das noch ein bisschen besser auf. Also Frame 15 gehe ich ganz an den Rand. Na, genau. 14 ein bisschen davor. Und 13, wie ich da eben gerade stand. Ja, das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Gleich mal einen unerfreulichen Umstand mit den Freundschaftsanfragen verpackt, künstlerisch verpackt und weiterverarbeitet. Quasi eine Inspiration für diese Filmreihe. Und ja, ihr könnt jetzt vielleicht noch eine Pose geben, so nach dem Motto, sie ist jetzt so, fühlt sich ja so ein bisschen stehen gelassen. Ja, vier Stands vielleicht, genau. Verschränkt die Arme, findet das gar nicht so witzig. Was da auf einmal los ist, weiß aber auch nicht, was sie jetzt machen soll. Das werden wir dann in der nächsten Episode erfahren. Das wird auf jeden Fall gespeichert und ich werde es auch gleich veröffentlichen. Ich gucke da gleich nochmal drüber, optimiere das ein bisschen, schau, ob ich da irgendeine Animation nicht ganz koscher gemacht habe. Dann kriege ich das dann hin und werde das ein bisschen optimieren. Ansonsten könnt ihr euch das jetzt schon ansehen. Jetzt Fat Fred, die letzte Kreuzfahrt, 3 von 5 und beim nächsten Mal werden wir dann das Rätsel lüften. Bis dann.